hinter dir bitte noch. Dann habe ich noch eine Frage vom Herrn Probst aus Langdorf. Ja, eine kurze Frage an Herrn Adam und an Herrn Blenk. Was ist wichtiger für Sie? Politische Karriere oder der Landkreisbürger? Und wenn, warum? Bitte. Machst du? Gut. Antworte ich zuerst. Vielen Dank, Herr Probst, für die Frage. Ich meine, ich habe ja mit auf meinem Wahlprogramm, bei mir steht der Bürger im Vordergrund und dann der Paragraph. Ich will sogenannte Bürgersprechstunden einführen, sollte mir das Vertrauen geschenkt werden. Ich habe das bisher in meiner Arbeit praktiziert, habe damit Erfolg und Recht bekommen und ich denke, daher steht bei mir der Mensch immer im Vordergrund. Und die politische Karriere, wenn Sie das ansprechen, ich habe vor ein paar Jahren schon einmal die Anfrage gestellt bekommen, ob ich in die Politik wechsle. Damals habe ich noch bewusst für den VDK entschieden. Wir konnten nicht rechnen, dass derzeit so etwas ansteht, dass der künftige Landrat gewählt werden muss. Daher habe ich mich jetzt für die Politik entschieden, werde aber weiterhin auf dieser Schiene bauen, denn das Gespräch ist wichtig. Ich habe in meiner Arbeit erfahren, die Nähe zum Bürger, ihm zuzuhören, schauen, was hat er für Anliegen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, haben mir bisher recht gegeben und ich denke, diese Schiene kann ich dann weiterhin fahren. Dankeschön. Und die Frage ging auch an Michael Adam. Bitte noch die Schlussantwort. Herr Bruch, ich glaube, wenn man sie in ein kommunalpolitisches Amt, wenn man sie dafür bewirbt und auch gewählt wird, dann muss man das mit ganzer Leidenschaft tun, dann muss man das wollen, weil spätestens dann, wenn Sie Bürgermeister sind zum Beispiel, dann wissen Sie, dass Sie das rund um die Uhr sind, dass es im Grunde in kleinen Kommunen eine Trennung vom Privaten im anderen nicht mehr gibt und dann muss Ihnen da die ganze Energie dranhängen. Und ich glaube, ich habe bewiesen, wer mich kennt, den Bodenmeister, dass das tut es und es besteht ein unglaublicher Reiz für mich darin, für die Menschen vor Ort unmittelbar was zu bewegen. Da kann man, muss man da ehrlich sagen, Wenn man jung ist, dann glaubt man manchmal, es muss möglichst hoch hinausgehen. Und auch da kann ich Ihnen ganz offen sagen, habe ich heute eine andere Einstellung als vor 3,5 Jahren. Sage auch ganz klar, es ist wesentlich reizvoller, vor Ort für die Menschen was zum Tor, als irgendwo dicke Bretter zu bohren, Stimmvieh zu sein in irgendwelchen Parlamenten. Das sehe ich heute anders, weil so habe ich die Frage auch verstanden und das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Mir geht es darum, vor Ort was zu bewegen, weil ich glaube, das ist uns alle gleich. Das ist eine Art Virus, wenn man da mal infiziert ist, dann wird es immer stärker und dann wollen wir das auch. Das heißt, Sie sitzen noch nicht im Schattenkabinett von Herrn Ude. Bitte? Sie sitzen noch nicht im Schattenkabinett von Herrn Ude. Ich sage jetzt ganz offen, ich freue mich über das Kompliment, aber da haben Sie auf einen Adam Michaels beim Ohr nicht unbedingt gewartet. Meine Damen und Herren.